Hallöchen, willkommen zu einem neuen Part The Last of Us 2. Ja, letzten Part ist die Szenerie ein bisschen rasant eskaliert. Komm schon. Bitte sei okay. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Abby hat Joel gesucht. Oh. Die hat ihn auch erstmal schön mit der Schrotflinte ins Bein geschossen. Und ja. Ellie hat erfahren, dass Joel verschwunden ist, aber was genau mit ihm los ist, Tommy, weiß sie noch nicht. Und sucht ihn jetzt. Joe! Und ist das das Gebäude? Okay. Ich hoffe, Joel geht's gut, weil Abby hat ihn einem mit dem Golfschläger übergegeben. Ich hoffe, er lebt noch. Die Frage ist, warum hasst sie ihn so krass? Ich vermute mal, das hat was mit dem Ende von dem ersten Teil zu tun, also mit den Fireflies. Alles okay. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie irgendwie verwandt mit der Anführerin der Fireflies aus dem ersten Teil ist. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Weil das ist so eine markante Person aus dem ersten Teil. Sonst wüsste ich jetzt so nicht unbedingt eine Person. Oder hat die irgendwas mit Tess zu tun? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und Joel kann auch nichts für den Tod von Tess. Für den Tod der Firefly-Chefin kann er schon eher was. Ach, ich muss da bestimmt durchkrabbeln, ne? Ja. Oh, da ist es. Ja. Die Frage ist, kann ich hier einfach reinspazieren? Oder lauern hier Gegner auf uns? Tommy? Das ist vielleicht doch nicht das Gebäude, wo Abby sich aufgehalten hat, sondern das, wo Joel und Tommy patrouillieren sollen. Okay, man hört Schreie. Wo kommt das her? Ist das ein Infizierter? Unten ist auf jeden Fall was. Unten ist auf jeden Fall was. Kommt das aus dem ersten Stock? Hier oben ist auf jeden Fall nichts. Okay. Ich tue mich mal trotzdem in gehockter Haltung hier fortbewegen. Oh nee, das ist vielleicht doch das Haus, wo Abby und die anderen waren. Vielleicht sind die schon weitergezogen jetzt. Alter, wenn die Joel sterben lassen. Ich glaube nicht, dass das ein Infizierter ist. Aber wo kommt das weg? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn das Gebäude ist, was wir im letzten Part in der Cutscene gesehen haben, dass das vielleicht Tommy ist. Den hat es ja auch übel erwischt. Ich habe das gar nicht genau erkannt, mit was auf seinen Schädel eingeschlagen wurde. Ich glaube nicht, dass es ein Messer war, weil dann wäre er tot. Und in der Cutscene wurde ja gesagt, er ist K.O. Im Keller, okay. Und hier sind lauter Taschen.
Aber hier gibt es sonst nichts zu entdecken. Okay. Jetzt wird es langsam spannend. Was ist hier unten? Da liegt einer auf dem Boden, so wie es aussieht. What the hell? Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay! Alter! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn frei! Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Nicht vor ihren Augen. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf! Nein! Alter! Schmor in der Hölle. Ich bringe euch um! Nein! Nein! Ich bringe euch um! Alter, ich bin sprachlos. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre?
Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Boah, Leute. Das ist... heftig. Das habe ich nicht kommen sehen. Und... das übertrifft... noch das, was sie im ersten Teil gemacht haben. Im ersten Teil haben sie Joels Tochter sterben lassen. Boah, mir fehlen etwas die Worte. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen?
Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Okay, und wo ist Joels Haus jetzt? Vor allem, was will sie von dort holen? Oh. Super nice Details. Die ganzen Blumen hier. Kommt jetzt die Szene, die man im allerersten Trailer gesehen hat, wo sie auf der Gitarre spielt und ein bisschen hasserfülltes Gesicht hat? Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Okay. Ich warte hier unten. Danke. Was will sie holen? Ja, Leute, heute gehen wir nicht mit einem guten Gefühl, glaube ich, aus dem Part raus. Das ist ziemlich hart. Und ich bin selber teilweise noch geschockt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden wollte, dass der Plot sich dann eigentlich nur um Rache dreht. Naja. Lassen wir uns mal überraschen, was noch so kommt. Okay. Die Gitarre, ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich guck mal, was sonst noch hier so ist. Was? Ist das das Paket, was ich holen soll? Und nicht die Gitarre? Das Bild. Wo Sarah drauf ist. Okay. Ich gehe erstmal zur Gitarre hin. Ich hoffe, es wird nicht durch eine Cutscene was abgebrochen, dass ich nicht das alles mehr angucken kann. Ah, die Versprechen beim Sonnenuntergang. Ich habe sie erst gemeint, genau wie alle anderen. Okay. Stand das auf der Dings drauf? Anscheinend nicht. Oh. Ah, Joel. Nettes Zimmer. Auf jeden Fall. Und Talent zum Schnitzen hat er auch. Musikalisch begabt ist er auch. Ja, da ist auch noch was. Also ich bin ein Mensch, der nicht nah an Wasser gebaut ist. Also ich weine fast nie oder selten. Aber das ist kurz davor. Okay, was ist da drin? Die Uhr, die Joel von Sarah geschenkt bekommen hat. Ist das, was sie holen möchte? Ja.
Was ist da drunter? Ein Revolver, okay. Was hat der zu bedeuten? War's das? Wollte sie die Uhr holen? Ich nehme es an. Ja. Alles okay? Ja, nur komm einfach runter. Was ist jetzt schon wieder los? Okay, was möchte sie? Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tom. Boah. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur... mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Okay, sie hätte Tag 1. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und... Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und... schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Eine 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Okay, Leute. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Okay. Ja, ich muss ein bisschen runterkommen, Leute. Deswegen sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, tschüss.